Heidiho Leute, willkommen zu Bögis Welt, Folge 80. So alt wird kein Schwein. Heute wieder mit dabei der Jan. Moin. Moin. Was hast du denn da fein? Ja, was Regionales, habe ich mir gedacht. Wir unterstützen heute mal. Finde ich gut. I like it. Ja. Zum Jubiläum nicht poppen, sondern ploppen. Genau. Oh, klappt sogar, cool. Ja, Prost, ne? Aufs Jubiläum. Jubiläum. Ja. Supermärkte und Baumärkte sind die erfolgreichsten Dating-Locations für Singles. Also wer noch Single ist und einfach mal im Supermarkt... Einfach mal einkaufen gehen. Einfach mal einkaufen gehen und sich nicht immer nur beliefern lassen. Ja. Und einfach mal die Leute da anquatschen. Am besten das Gleiche auch noch, wenn man eine gut findet, so diese, wo vor einem läuft, dann hinterher mit dem Wagen und dann immer das Gleiche einpacken und das Gleiche kaufen, was sie auch kommt. Wird bei den OBs dann komisch? Schwierig. Ich habe immer so dünnes Nasenbluten, da sind die hervorragend. Genau. Neun Studien zufolge entsteht ein Ohrwurm. Also eine Melodie, die einem nicht mehr aus dem Kopf geht, dadurch, dass das Unterbewusstsein wissen will, wie das Lied zu Ende geht. Dadurch hat man Ohrwürmer. Es soll helfen, das komplette Lied, was man gerade so als Ohrwurm drin hat, es soll helfen dann, das Lied laut von Anfang bis Ende durchzusingen. Dann hört der Ohrwurm nach kurzer Zeit ganz schnell wieder auf. Ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven. Ich kenne ein Lied, das geht jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven. Ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven. In den frühen 1900er Jahren sammelte der Arzt Henry Cotton Körperteile von lebenden Patienten. Zähne, Ohren, Finger, Zungen, innere Organe wurden den Patienten ahnungslos entfernt. Er verursachte dadurch in etwa den Tod von 49 Menschen. Wie kann man das denn nicht? Na gut, wenn die narkotisiert sind oder sowas. Ne? Aber daher kommt vielleicht auch dieses... Zack, ich hab deine Nase. Ja, Harry Cotton war schuld. Du wurdest ge-Harry Cotton. Ja. Zum Wohl. Dann lieber Stößchen, ja. Auf Jubiläum. Jubiläum. 80. Folge. Agalmatophilie bezeichnet die erotische Leidenschaft zu Schaufensterpuppen. Manneken. Da fällt mir sofort spontan der Film Manneken ein. Wie heißt das nochmal? Anal? Nee, Anal. Agalmatophobie. Nee, Philie. Philie, Agalmatophilie, genau. Phobie wäre dann wahrscheinlich die Angst davor. Ja. Philie ist eine Neigung und Phobie ist eine Angst. Agal. Egal. Ja. Alle 5 Sekunden verdient Bill Gates Kling. $1,250 Kling. Dollar. Alle 5 Sekunden. Bling. Bling. Er ist aber nicht der reichste Mensch der Welt. Bling. Die antiken Römer verwendeten das Gehirn von Mäusen als Zahnpasta. Ja, genau, nimmst die Maus und quetschst sie. von hinten so aufgerollt. Und dann. Gleich nachspülen.
Gehirn. Gehirn, ja, ne? Aber pfiffig, aber, ne? Die haben sich schon damals Gedanken gemacht. Aber wie kommt man dann auf so eine Scheiße? Das ist doch auch schon wieder so ein... Vielleicht ist das Gehirn von Mäusen extra rau. Ach so, ja, das könnte sein. Mit Pearl-Effekt, weißt du? So, Pearl-Effekt. Nein, pass auf, das Gehirn, das war noch in der Maus drin. Die haben die ganze Maus genommen und... Meinst du? Ja. Ich so weiß mit dem Kopf nicht. So. Ja, und da sie ja keine Zahnseide hatten, Maus hat ja einen Schwanz. Genau. Okay, ich bei meiner Frontzahnlücke, ich hätte da vielleicht noch Chancen, aber... Der Nachname Schröder kommt vom altnorddeutschen Schröden, was so viel wie schneiden bedeutet. Und bezeichnete in Norddeutschland den Beruf des Schneiders. Nur in Süddeutschland wurden Schneider schon immer Schneider genannt. Im Norden hießen Schneider Schröder. Also wenn du einen Schröder kennst, der ist eigentlich Schneider. Dann kannst du sagen, Herr Schneider, Schneider. Ne? Und wenn du nach Bayern gehst, kannst du zu Herrn Schneider, Herrn Schnöder, Herrn Schröder sagen. Wenn da so ein Schnöder ankommt, so ein Schnöder, Schneider. Schnöder, Schneider, da machen wir doch mal einen Schröder raus. Genau. Ne? Ja, darum gibt es den Begriff Schröder. Ah, ja. Schröden, schneiden. Bienen sind so geruchssensibel, dass sie in der Atemluft eines Menschen sogar Frühstadien von Lungenkrebs oder Diabetes erkennen können. Da hat eine Amerikanerin eine Studie davon gemacht und dann so Bienen davor und wenn Menschen ausgeatmet haben, dann reagieren die anders, die erkennen das. Aha. Die erkennen in der Atemluft. Ne? Es gibt ja auch Hunde, die so etwas können. Mhm. Ne? Hunde gibt es ja auch, aber Bienen können das auch. Bienen sind auch so geruchssensibel, dass sie in der Atemluft Lungenkrebs, Frühstadien und auch Diabetes. Die denken sich dann, komm, der ist eh nicht mehr gefährlich. Den pieken wir auch nicht oder so. Ja, es gibt noch so einige Sachen, die der Mensch nicht so ganz versteht. Ne? Die Welt ist schon wunderbar. I like the world. Yes. Prost, World. Cheers. Skull World. Skull World. Die Farbe Ultramarin war im Mittelalter teurer als Gold. Und sie durfte nur in der Malerei für das Kleid der Heiligen Madonna verwendet werden. Also, ne, wenn man dann die Heilige Madonna, da durfte man die Farbe Ultramarin einsetzen. Weil die war teurer als Gold und nur für die Madonna. Es gibt auch übrigens ein Bild, wo der Maler dann auch sogar den Himmel in Ultramarin gemalt hat. Also das war das damals so, eigentlich war das Tabu, könnte man schon sagen. Aber das ist dann richtig wert, dieses Bild. Das ist richtig teuer gewesen. Ja. Das war bestimmt damals auch schon in der Bild-Zeitung. Wenn es sie gegeben hätte, dann der Skandal. Der Skandal im Sperrbezirk. Skandal im Sperrbezirk. Skandal um die Madonna. Im Jahre 1911 wurden in Großbritannien 3 Männer hingerichtet. Wegen der Ermordung von Sir Edmund Barry zu Greenberry Hill. Die 3 Hingerichteten hießen Edmund, Barry und Hill. Ich weiß nicht, hat das jetzt jemand verstanden? Geschichten, die das Leben schrieb, ja? Ja. Wahrscheinlich haben sie nur hingerichtet, weil er ihren Namen verwendet hat. Wahrscheinlich. Aber Edmund ist davon gekommen, oder? Was? Ach nee, Edmund war ja Green, der hat Ausschau gehalten. Edmund Barry zu Greenberry Hill. Und Edmund in Greenberry. Greenberry ist davon gekommen. Nee, Barry hatten wir. Ja, Barry. Edmund Barry zu Greenberry Hill. Ja, aber Barry war ja schon, also waren 2 Berries. Aber das ist doch eine grüne Berry. Zu grüne. Greenberry ist davon gekommen wahrscheinlich. Der war ein Drahtzieher.
Der hat die nur aufs Messer geliefert. Genau, von Strang. Oder vielleicht war das der, der die dann hingerichtet hat, vielleicht. Ja. Das wäre natürlich dann auch. Makaber. Der Richter hieß Greenberry dann. So makabere Sachen mag ich ja. Ach so. Ja. Ich hätte eine Bratpfanne mitnehmen sollen. Denn laut einer Umfrage unter 10- bis 16-jährigen Kindern können zwar 95% mit einem Computer umgehen, aber nur 25% mit einer Bratpfanne. 29% mit einer. Das ist trotzdem erschreckend. Ja. Die stehen da wahrscheinlich vor, Mama, wie geht denn die an? Ja, ne? Die hat, wo ist der On-Knopf? Die hat ja gar kein WLAN. Wo muss ich denn das mit verbinden? WLAN-Kabel. Ja, WLAN-Kabel, ne? Ja. Ne, also das zwischen 10 und 16-jährigen Kindern, fast alle wissen, wie der Rechner funktioniert, aber nicht, wie man mit einer Bratpfanne umgeht. Ich glaube, das geht eigentlich eher nicht um die Bratpfanne, sondern eher um den Herd. Vielleicht machen die einfach was in die Bratpfanne rein, das weiß ja jeder, aber die stellen die vielleicht einfach nur da drauf und warten dann, dass das Essen rauskommt. Dass fertig wird oder so. Ja, oder nimm die Bratpfanne. Nehmen die Packung Tiefkühlgericht, die inklusive Verpackung in die Pfanne und dann, Mama, das Essen wird nicht fertig. Oder stellen inklusive der Verpackung, ne, die in der Pfanne ist, den Herd auf volle Stufe. Oder so, ja. Sieht aber komisch aus. Bin ich froh, dass ich kochen kann? Bin ich froh, dass ich keine Kinder habe? Eine Russin hält den Weltrekord im Gewichtheben mit ihrer Vagina-Muskeln. Sie hob damit immerhin 14 Kilo. Das ist ja nun mal eine Bierkiste, ne? Kalling, kakaling, kakaling, kakaling. Ich versuche das gerade, ich versuche gerade meine Beckenbodenmuskulatur hier zu stärken. 14 Kilo nur mit den Vagina-Muskeln. Das ist eine. Ich habe keine, aber ne, man kann ja trotzdem mal trainieren. 14 Kilo, Alter. Das ist eine Kiste Bier. Manche können nicht mal eine Kiste Bier so hochheben, ne? Int! Die kann bestimmt. Na, ist auch. Nüsse knacken. Ja. Extra für den deutschen Kaiser wurden 1904 ein Umkleideraum und ein Bootsanleger in Hamburg gebaut. Allerdings in der Kanalisation. Das hatte den Hintergrund, 1904 war die Hamburger Kanalisation eine der modernsten der Welt und die wollte der Kaiser besichtigen. Natürlich kannst du natürlich so einen Kaiser, der in Pump und Pommer da angereist kommt, nicht so in die Scheiße schicken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, deshalb gibt es in der Hamburger Kanalisation, wenn man an einer bestimmten Stelle runtergeht, ein Umkleideraum, hat er sich umgezogen und gleich dahinter, durch eine andere Tür, ist ein richtig schöner Bootsanleger, richtig schön mit Fliesen und, ne, da war dann extra ein Boot für ihn, dass er mit dem Boot durch die Hamburger Kanalisation schippern konnte. Und er hat sich nach dem Kacken, hat er sich ein Samtband genommen und hat eine Schleife um seine Wurst gemacht und hat sie dann runtergespült und ist dann da runtergefahren, hat sie gesucht oder was? Er war ja eigentlich in Berlin, ne, der deutsche Kaiser, ne, aber ne, er hat sich das dann mal angeguckt. Der ist auch in Hamburg bestimmt auch mal aufs Klo gegangen. Bestimmt. Im Umkleideraum. Hat er Verfolgungsjagd. Achso, ja, genau. Hat er Verfolgungsjagd. Und los. Und jetzt, da ist er, gleich kriegen wir sie. Und mit der Angel. Es gibt schon scheiß Hobbys. Och Mann, echt, ey. Dosenbier wird vor dem Abfüllen bei 70 Grad pasteurisiert. Eigentlich nur Dosenbier. Ja,
wenn du mal so eine Dosenapfel-Einrichtung mal besuchst und dann so, ah, jetzt erstmal schön, schönes Bier, das frisch in der Dose kam und nein! Darum lieber Ploppebier. Ja, Dosenbier macht aber schlau. Meinst du? Ja, sonst würde die Sendung gehen. Früher habe ich Dosenbier getrunken. Hey, Herr Apfelmeister, das Bier ist ja ganz heiß. Wenn wir was Kaltes wollen, müssen wir einen Kaffee bestellen. Genau. Um das mal umzudrehen. Das Autobrauereisyndrom. Ich glaube, wir kommen hier heute vom Saufen nicht mehr weg. Das Autobrauereisyndrom ist eine Krankheit, bei dem durch einen Hefepilz ein Gärprozess im Darm des Kranken ausgelöst wird. Ja, also da produziert er automatisch Alkohol. Alkohol, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich nicht. Dann entgeht dir ja die Gaumenfreude, dass du mal was trinken tust, denn weil dir entgeht ja das Geklonke, der Geschmack, das entgeht dir ja alles. Haben Sie was getrunken? Nein. Nein, ich hab nur das Autobrauereisyndrom. Irgend so ein Hefepilz im Arsch, der macht mich dauernd besoffen. Aber vielleicht lieber das als den Hefepilz im Bad, ne? Ja, daraus wird dann der Braun, die haben ja, den Hefepilz aus dem Arsch schon, ja, in den Bart gesetzt und daraus brauchen die ein Bier. Ihr müsst einfach, das war irgendwo in den 20ern, ne? Das könnte sein. Mit dem Bierbrauen aus dem Bad, ne? Ihr müsst einfach mal die älteren Folgen durchschauen von Bügis Welt. Da erklären wir das, wie man aus einem Bad Bier braut. Wundert euch übrigens nicht, warum das Bild jetzt schon wieder schlechter ist. Es ist halt so. Ja. Über 3000 Jahre lang war Hanf eine der weltweit am meisten angebauten Pflanzen. Ja, aus Hanf hast du Großteil aller Stoffe gemacht. Seifen, Papier, Öle, Medizin, ne, wurde aus Hanf hergestellt. Bis 1883 auf Druck der Öl- und Baumwollindustrie in den USA Hanf als gefährlich und illegal eingestuft worden ist. Und so ist es bis heute. Man könnte heute auch wieder Klamotten aus Hanf und Öle und man könnte. Es gibt ja dank Gentechnik ist es ja THC-frei. Hanfsorten, aber Hanf war so ein vielseitiger Werkstoff, den konntest du von komplett verwerten für alles Mögliche. Aber lieber Chemie und Sklavenausbeute. Gebt das Hanf frei! Gebt das Hanf frei! Ach, gehen wir mal das Hanf frei. Dann nehmen wir mal einen Zug, das entspannt dann. Okay, Mama, das Hanf frei. Dann baue ich mir ein Ding so dick wie eine Pumpgun. Ich rauche jetzt eine. Hanf. Nein. Nicht, dass das zu einem handfesten Eklat wird. Ich trinke da lieber nochmal ein. Ja, das mache ich auch. Jetzt komme ich hier aber koordinatorisch in Schwierigkeiten. Ja. Ich kann ja aber weitererzählen, ne? Ja. Im Durchschnitt besitzt eine deutsche Frau 9 verschiedene BHs, von denen sie aber nur 6 regelmäßig benutzt. Ah ja. Wahrscheinlich auch mal so gesehen, fand ich schön, habe ich gekauft und dann anprobiert und passt nicht mehr. Ja, nee, passt nicht mehr nicht, aber man kauft sich ja, also ich schätze mal so, dass eine Frau vielleicht auch mal so ein BH... Na, für gut, regelmäßig, ja. Okay. Für erotische Stunden nutzt. Ja. Ne? Also dann hat sie ihren ganz, für ihren Wolleproppen hat sie dann halt ihren ganz besonderen BH, den sie dann, ne? Hinten mit 78 Häkchen und vorne nochmal mit 3 Druckknöpfen. Aber einer ist dabei, der passt nicht mehr. Und einer ist dabei, der passt nicht mehr, ne? Ja, der piekt und so.
ja, ist der Bügel rausgetreten. Ja. Aber sie schmeißen ihn nicht weg. Nein. Nein, er sah ja mal gut aus. Ja. Er sah ja mal, er passte doch so gut. Aber er piekt. Aber er piekt, weil der Bügel rauskommt. Am 11. August 1999 führte eine Sonnenfinsternis, die im Süden Deutschlands eine totale Sonnenfinsternis war, da zu einem 100 Kilometer langen Stau auf der A5. Ja, zwischen Frankfurt und Karlsruhe. Warum auch immer. Da haben sie, das ist wie, wenn der erste Schnee fällt. Dann wissen die Leute auch nicht, was sie machen sollen wahrscheinlich. Ja, genau. Oh, dunkel. Oh, 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 es ist doch bitter Tag. Oh. Das ist wie mit der Tante mit dem Panzer. Ja. Das ist so dunkel da vorne. Doch eine Panzerkolonne. Oh. Stimmt, fahren wir nochmal rein. Hab ich nicht gesehen. Ja. Google. Also die Firma Google hat ja nun auch eine Firma, ist ja nicht nur das, der Bildschirmschoner, ist ja eine richtige Firma. Ne? Die lässt auf ihrem Firmengelände im kalifornischen Mountain View regelmäßig eine Herde von 200 Ziegen über das Grundstück latschen. Und die Ziegen dienen als Ersatz für den Rasenmäher. Das ist ja mal ökologisch, ne? Ja. Hatten sie hier im auf jeden Fall laut einem Unternehmenssprecher kostet das fast dasselbe, als wenn sie konventionelle Rasenmäher einsetzen würden. Aber es wäre viel putziger anzuschauen. Ne? Da sitzt du in deinem Büro und dann siehst du da die Ziegen rasen. Hatten sie im Klärwerk hier hatten sie auch Schafe. Oder haben sie vielleicht immer noch. Die sind da auch rumgelaufen und haben dann halt das Gras da weggefressen. Ein Klärwerk? Ja. Da gibt's Rasen? Ja, das ist ja, das geht ja hinten noch weiter. Hinterm Horizont geht's weiter. Da hat der Chef vom Klärwerk hat halt seine Schafe mitgebracht aus der Arbeit und die sind dann da rumgelaufen. Der Chef vom Klärwerk hat Schafe. Ja, der ist, glaube ich, aber in Rente jetzt. Aber damals, ich war da ja mal. Ist der Google-Aktionär? Vielleicht ist er jetzt Google-Aktionär. Das könnte jetzt. Dann schickt er seine Schafe jetzt da, wo er nicht mehr ins Klärwerk darf. Aber da sind ja Ziegen. Ist umgestiegen. Ach so, Ziegen. Umgestiegen auf Ziegen. Umgestiegen. Ja, ein bisschen Vielfalt schadet ja nicht. Ja, ne? Mäh. So wieder so. Jubiläum. Ich glaube, das Bier, das ist auch. Das, und das dröhnt jetzt mal so richtig hier noch. Ja, Leute, kommen wir zum letzten Fakt in der Jubiläumssendung. Fakt 1600. The University of Westminster hat in einer wissenschaftlichen Studie den durchschnittlichen Kalorienverlust beim Schauen von Horrorfilmen genauer untersucht. Und konnte belegen, dass beim Betrachten von gruseligen Filmen durchaus Kalorien verbraucht werden. Dabei unterscheidet sich der Kalorienverbrauch von Film zu Film. Den höchsten Kalorienverbrauch hat man bei folgenden Filmen. Wir fangen mal mit dem niedrigsten von 10 Filmen an. Also, das sind die 10 Filme, die getestet wurden. Die den höchsten Kalorienverbrauch haben. Und wir fangen bei Platz 10 an mit dem niedrigsten Kalorienverbrauch. Und zwar. Soll ich mal? Ne? Ja, Nummer 10 mit 101 Kalorien ist Wreck. Also dieser Zombie-Film im selbst gedrehten Modus. So, ne? Ich habe den noch nicht gesehen, aber.
Gibt's auch eine spanische Version noch von Quarantine? Nee, Rack ist, glaube ich, sogar die spanische. Und Quarantine ist dann die amerikanische. Also eigentlich die gleichen. Aber. Auf Platz 9 mit 105 Kalorien, die ihr verbraucht, wenn ihr euch The Texas Chainsaw Massacre anguckt. Das Original? Das Original. Ja, der war, ja, kann man. Nummer 8, Nummer 8 mit 107 Kalorien ist The Blair Witch Project. Ich fand den gar nicht so gut. Nee, ne? Also aber ich weiß auch nicht, wer die... Naja. Ja, aber vielleicht, weil das so... so ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall verbraucht man scheinbar 107 Kalorien dabei. 111 Kalorien verbraucht ihr, wenn ihr, wie auf Platz 7, Paranormal Activity guckt. Ach, der war ja noch schlechter als der Blair Witch Project. Ja. Nummer 6. 118 Kalorien. A Nightmare on Elm Street. Jo. Der ist gut. Der ist gut. Da kann man schon sagen, ja. Ist schon höher drin, ja. Ja. Noch etwas mehr, nämlich 133 Kalorien verbraucht ihr, wenn ihr Saw guckt. Mhm. Ja. Da ist schon richtig Nervenkitzel. Ja. Würde ich auch sagen, ja. 152 Kalorien aus den Tiefen des weiten Weltalls mit Alien. Aha. Erster Teil. Und jetzt kommen wir schon zu den Top 3. 158 Kalorien verbraucht ihr, wenn ihr euch den Exorzisten anguckt. The Exorcist. Ja. Der ist... Da muss ich aber auch sagen, der ist wirklich ganz schön. Klassiker halt, ne? Der ist gruselig, ja. Silber in diesem Ranking mit 161 Kalorien. Jaws. Oder auch der weiße Hai in Deutschland. Ja. Und am meisten Kalorien verbraucht ihr bei einem Stephen King Klassiker. Und zwar, wenn ihr 184 Kalorien loswerden wollt, dann schaut euch The Shining an. Hier ist Johnny. Ja. Retrum. Ja. Aber da muss man jetzt auch sagen, wann wurde das gemacht, diese... Das weiß ich nicht. Studie, ne? Das weiß ja ich nicht. Eigentlich ist eigentlich ziemlich... Naja, Normal Activity ist da, glaube ich, noch... Neben Rack ist das ja... Sind das ja, ne, also scheint... Die haben ja auch nur die 10, wo du am meisten Kalorien verbrauchst. Vielleicht verbrauchst du bei den neueren Horrorfilmen nicht mehr so viel Kalorien, weil sie einfach nicht so aufregend sind. Und man weiß nicht, wem man die gezeigt hat. Ja. Wenn das so ältere Leute waren, dann ist das vielleicht dann auch schon... Ja, die haben auch in der Studie nicht beigeschrieben, wie viele bei den Filmen den Herztod erlitten haben. So, ja. Der Rest, der noch gelebt hat, den haben sie dann... Ja. Ach ja, Leute, so ist es, ne? Macht es hübsch. Bis zum nächsten Mal. Und welchen Film findet ihr von diesen 10 am Kalorienverbrauchten? Könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. So. Wir gucken jetzt, wir fangen jetzt bei der 10 an und dann steigern wir uns, ne, hoch und dann... Wir könnten jetzt ja mal so einen Marathon. Und dann Marathon. Zum Dünnwerden und für die nächste Sendung. Da dürfen wir aber dann dürfen wir aber das dann nebenbei nicht trinken, doch, ne, oder? Das geht doch ja wieder weg. Ach, das geht ja wieder... Genau. Lasst uns Horrorfilme schauen. Macht's gut.